Was waren eigentlich die wichtigsten Parfums der letzten 10 Jahre? Ich habe mal in jedes Jahr reingeschaut und dir in jedem Jahr ein Parfum rausgesucht, was in meinen Augen was am wichtigsten für die Parfumgeschichte ist. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und mich haben wirklich einige Düfte, die auf dieser Liste drauf sind, überrascht und auch tatsächlich, was nicht drauf ist. Denn, ich habe ja gerade schon gesagt, in jedem Jahr eins. Ich habe mich wirklich darauf fokussiert, in jedem einzelnen Jahr immer nur eins auszuwählen und eben nicht zu sagen, 2013, da kommen 5 her und irgendwie aus 2015 bis 17 nix oder sowas, sondern wirklich aus jedem Jahr immer eins. Und mich haben die positiven Jahre überrascht, welche coolen Parfums da einfach rauskamen, sowohl auch die negativen. Ich hatte in diesen Jahren halt nicht im Kopf, dass da so wenig los war, beziehungsweise so viel. Ich stecke jetzt einfach mal direkt in die Liste ein. Ich habe das Ganze einfach mal so ein bisschen in meiner persönlichen, ich sag mal nicht Prioritäten, sondern in meiner Einfindung an Wichtigkeit orientiert. Schreib es gerne mal in die Kommentare, falls du das irgendwie anders siehst. Mit dem 10. Platz, das ist nämlich der Angel's Share, der in dem Jahr 2020 rauskam. Für mich war der Angel's Share auch schon viel früher verortet. Ich hatte eigentlich das Gefühl, der kam so 2014, 15, 16 irgendwas raus. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr neuer Duft. Und ich musste auch feststellen, dass eben diese ganze Liquors-Reihe, die natürlich auch dementsprechend erst relativ frisch auf dem Markt ist, eben auch nicht seit 2010, 2012 auf dem Markt ist, sondern eben wirklich dementsprechend relativ neu ist. Und ich wusste, dass Killian ja schon ein bisschen länger irgendwie Düfte macht, so gar kein Ding. Aber natürlich eben, dass diese Liquor-Reihe, die ja heute eigentlich quasi das Aushängeschild für Killian ist. Angel's Share ist ja nicht ohne Grund. Ne? Ich meine, irgendwann, wenn du mal so einen Killians Desk siehst, wird Angel's Share vor allen anderen Düften stehen. Das ist ein Verkaufsschlager, das kann man wirklich so sagen. Und ich glaube persönlich auch, dass in dieser Liquors-Reihe sich noch ein bisschen was bewegen wird. Also wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass der Lorvert jetzt aus der Reihe rausgeflogen ist. Jetzt limitiert kommt ein neuer Blue Ginger Moon rein. Was die nächsten Jahre passieren wird, ist auch noch sehr, sehr spannend. Also wie sie diese Reihe weiter beleben werden und was sie da reinsetzen werden. Das ist aber auf jeden Fall mein 10. Platz, der 10. relevanteste Duft der letzten 10 Jahre. Weiter geht's mit dem Jahr 2022 und dem Roger Apex. Du siehst jetzt schon, fast die letzten beiden Jahre sind ganz hinten. Und das hat natürlich mit der sozioökonomischen Situation die letzten Jahre zu tun. Das ist ja gar kein Geheimnis, denn man betrachtet Industrie oftmals so ein bisschen als abgekapselter Kern irgendwie. Aber ich meine, da arbeiten ja auch Parfümeure, Leute, die das Label machen, Leute, die sich den Namen ausdenken, die Parfums ausdenken, die Unterschrift runtersetzen und so. Und die waren auch im Homeoffice, ne? Und dementsprechend gab es ja auch nicht so viel Neues. Ich glaube, Roja war davon nicht so arg betroffen, weil es halt eine One-Man-Show ist. Roja Apex in meinen Augen wirklich ein ganz toller Release. Man muss auch sagen, in dem Jahr gab es eigentlich sonst nicht viel anderes. Danach kommt so ein bisschen in meiner persönlichen Reihenfolge irgendwie auch der Reservé Privé von Givenchy. Auch ein toller Duft, für mich aber auch nur ein Flanker in der Reihe. Bin auch der Beste, aber für mich auch nur ein Flanker und jetzt keine neue Erfindung irgendwie von der neuen DNA. Da war der Apex schon moderner, muss man sagen. Aber ich glaube, 2022 wird jetzt nicht in, ich sag mal, das Duftgeschichtsbuch gehen mit irgendwie den kreativsten Düften. Das war für mich eher eine Enttäuschung und Apex so gesehen. Also der Apex wäre, glaube ich, im normalen Jahr nicht auf diese Liste raufgekommen, so wenn ich die letzten Jahre auch zurückschaue, weil er einfach dann doch zu irrelevant ist, aber eben im Jahr 2022 der relevanteste. Und damit eben heute auf meinem 9. Platz. Das sieht ein bisschen anders aus mit dem 8. Platz. Das ist nämlich der Prada L'Homme, der im Jahr 2016 erschienen ist. Und auch hier dachte ich, dass der Duft schon viel älter ist. Er kam mir schon viel älter vor, jetzt nicht, weil er altbacken wirkt, aber einfach, weil alle über ihn sprechen und man ihn wirklich an jeder Ecke irgendwie hört. Also auf YouTube, in Parfümläden bekommst du den ja auch überall. Das ist wirklich ein Allerweltsduft. Und ich verstehe auch wieso. Eine ganz tolle, cleane DNA. Für mich ganz lange mein, ich sag mal, typischer Office-Duft gewesen, habe ich ganz lange jeden Tag getragen. Und dementsprechend auch für mich immer noch eine tolle Empfehlung. Wir kennen es ja zum Beispiel von dem Luna Rossa Sport. Auch ein toller Duft auf jeden Fall, der auch so ein bisschen dieses Puderige mit drin hat, diese seifige Note. Aber gerade nochmal beim L'Homme wirklich auf 100% getreten. Ganz toller, seifiger Alltagsduft. Und da hat er sich in meinen Augen auch gegen Düfte wie Leighton, Baccarat Rouge oder zum Beispiel auch der Grand Soir durchgesetzt, indem er einfach so ein moderner Klassiker geworden ist. Im Jahr 2018 gab es wirklich einige ziemlich relevante Parfums. Für mich hat es ganz besonders der Lost Cherry auf meinen Top 7 Platz geschafft und hat sich dabei durchgesetzt gegen Düfte wie zum Beispiel Ombre Nomade, Ombre Leather, Sauvage Eau de Parfum, Y in der originalen Eau de Parfum Variante oder auch Stronger With You Intensely. Für mich hat dieser Lost Cherry wieder einen Duft bei Tom Ford markiert, der wirklich in den Mainstream eingedrungen ist. Lost Cherry ist nun wirklich kein, also ich sag mal, Tom Ford ist sowieso kein Nischenduft, aber ich sag mal, die Düfte sind so gepreist und die Zielgruppe ist auch genauso. Ich nenne es gerne mal als Nischenhaus. Man bekommt mittlerweile, ich sag mal, in sehr gut sortierten Douglas-Filialen auch diese Tom Ford-Düfte. Lost Cherry fehlt da zum Beispiel nie, genau wie Tuscan Leather oder auch natürlich der Oud Wood. Auf jeden Fall ein Duft, der, ich würde mal sagen, eigentlich jedem Duftliebhaber oder auch Leuten, die dann nicht so
Beispiel, vor kurzem auf Arbeit hat mich auch jemand gefragt, Jan, ich habe nichts mit Parfums zu tun, wie findest du aber den Lost Cherry? Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch Leute, die damit nichts zu tun haben, kennen den Duft, merken, dass der existiert und haben auf jeden Fall ein Gespür dafür, dass er eben da ist und interessieren sich für den. Und deswegen für mich auch auf jeden Fall auf meiner Top 10 der relevantesten Düfte, weil er es eben aus unserer Parfum-Bubble rausgeschafft hat, obwohl es eben ein Tom Ford-Duft ist. Ich meine, fragt mal auf der Straße jemanden, ob er irgendwie, weiß ich nicht, Tuscan Leather Intense kennt oder Tuscan Leather überhaupt, wirst du wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Lost Cherry hat es auf jeden Fall in den Mainstream geschafft. Der sechste Platz wird belegt von dem Invictus aus dem Jahre 2013 und der hat sich durchgesetzt gegen solche Düfte wie Erba Pura, Bentley for Man Intense, Oajan oder zum Beispiel auch Jazz Club. Und es gibt wirklich einige sehr interessante Düfte, die 2013 erschienen sind. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel der Invictus eben nicht die einzigartigste beste DNA oder sowas hat, aber es war ein Paco Rabanne Release, der wirklich noch eingeschlagen hat. Also bei dem Phantom haben wir jetzt ja gesehen, dass es eigentlich niemanden so wirklich interessiert. Invictus war so der letzte Duft aus dem Hause Paco Rabanne nach dem 1 Million natürlich. Der ultra eingeschlagen hat. Diesen Duft hat man überall gerochen, damals 2013 plus die folgenden Jahre. Und es war wirklich auch wieder ein Duft, der in diesem Jahr besonders hervorgestochen ist. Man muss auch sagen, dass gerade sowas wie Erba Pura oder Bentley for Man Intense auch erst die letzten Jahre wieder interessant wurden, gerade durch YouTube und durch Social Media, als dann eben diese Marken gepusht wurden und eben Leute erstmal darauf aufmerksam wurden. Weil ich sag mal, bis 2016, 17, 18 oder so kannte ja in Deutschland noch niemand Xerjoff, dasselbe mit dem Bentley for Man Intense, bis Jeremy den erstmal vorgestellt hat, das erste Mal kannte den ja niemand. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, dass Invictus da wirklich weit voraussteht. Das war damals schon ein Hit, ist heute, glaube ich, immer noch ein Duft, der viel getragen wird. Sicherlich nicht mehr in den Maßen wie damals, aber sicherlich sehr, sehr nachhaltig immer noch ein relevanter Duft gewesen ist und immer noch bleibt. Und das Jahr 2019 war tatsächlich eher eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr schwer getan, einen Duft auszuwählen. Es hat dann letztendlich der Office for Man von Jeremy Fragrance von Fragrance One auf die Liste geschafft. Das liegt jetzt nicht daran, dass es irgendwie der krasseste Duft der Welt ist oder so, aber einfach, dass die Konkurrenz einfach nicht stark ist. Also Annie, Explorer, Ganymede, Gentle Fluidity, Beau de Jour in der Eau de Parfum Konzentration, gab es ja davor auch schon länger, Kaelin, Afternoon Swim, Sedley, das sind alles Düfte, die ja zwar bekannt sind und ihr mögt die auch vielleicht, nur das will ich jetzt gar nicht von der Duft-DNA irgendwie einschätzen, aber die sind irrelevant. Ich meine, let's be honest, das sind halt irgendwelche Nischendüfte, Explorer mal ein bisschen beiseite irgendwie, die halt auch in der Nische immer noch in der zweiten Reihe stehen. Und Office for Man ist wirklich ein Duft, der hat so ein bisschen, ich sag mal, ein neues Zeitalter in der Parfümerie eingeläutet, denn es war so ein bisschen der erste Content-Creator-Influencer-Duft. Man darf ja nicht vergessen, Düfte sind ja immer gebrandet hinter einer Person. Also jede Marke hat eigentlich eine Person, die vor einem Duft steht. Also ihr kennt das zum Beispiel bei Dior Sauvage mit Johnny Depp. Man könnte auch sagen, das ist der Johnny Depp-Influencer-Duft. Natürlich davor nochmal eben die Marke, also Christian Dior, dann eben Johnny Depp und dann kommt erst das Parfum. Also sogar doppelt gebrandet. Aber bei Jeremy Fragrance oder bei dem Fragrance One hatten wir es zum ersten Mal, dass wir wirklich einen typischen Influencer, YouTuber Duft hatten, sage ich mal, der wirklich eine gewisse Relevanz in der Parfumszene hatte, weil Office for Man einfach ein guter Duft ist, von einem guten Parfümeur, der sehr viele Fans gefunden hat und auch wirklich sehr brauchbar ist. Und da muss man wirklich sagen, dass das, glaube ich, hier ganz besonders hervorsticht, weil es eben so der erste war und der relevanteste, der besonderste irgendwo und auch natürlich für Jeremy so ein bisschen der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, eben zu sagen, ich verdiene mich jetzt hier reich und habe es jetzt geschafft, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das war auch tatsächlich ein interessanter Schritt für die Wirtschaft, also für die Parfümindustrie, sage ich mal, zu sehen, okay, wir können hier auch mit nicht eigen lancierten Marken irgendwie auch wirklich große Gewinne fahren, große Absatzmärkte erschließen, die davor vielleicht eben nicht bereit waren, 150 Euro für einen Duft auszugeben. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel über BWL sprechen, sondern vielmehr über Düfte. Office for Man auf jeden Fall in meinen Augen der relevanteste Duft aus dem Jahre 2019. Mein vierter Platz war auch tatsächlich eine der schwersten Entscheidungen, die ich treffen musste. Ich habe mich tatsächlich für den Stronger With You aus dem Jahr 2017 entschieden. Der musste antreten gegen solche Düfte wie zum Beispiel den Fabulous, Baccarat Rouge 540, Elysium Parfum Cologne, Light Blue, L'Homme Intense, Leighton Exclusive oder Viking Red Tobacco von Mancera. Ihr seht schon, die Liste ist ewig. Ich könnte hier noch 10 weitere Düfte aufzählen. Ich glaube, Stronger With You ist der relevanteste, weil es der Duft ist, der am meisten es in den Mainstream geschafft hat. Sicherlich Baccarat Rouge, auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass der Stronger With You auch gerade, ich sehe das ja in euren Kommentaren, super viel getragen wird in allen Varianten. Und man sieht es ja an der Menge der Flanker. Jetzt kommt auch ein neuer raus, zum Beispiel der Amber. Und alle finden ihre Fans. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, dass Stronger With You, glaube ich, der relevanteste Duft aus dem Jahre 2017 ist. 17 war es, glaube ich, genau 17. Und auf jeden Fall hier sehr, sehr gut auf meinem vierten Platz aufgehoben ist. Einen Ausreißer muss es ja geben. Das ist nämlich das Jahr 2021 mit dem Imagination. Ich habe mich hier in diesem Jahr wirklich sehr schwer getan, denn es wurden Düfte veröffentlicht, wie zum Beispiel zu Wars
Grenache Elixir oder auch der Pleu Electrique aus der Danouille de l'Homme Reihe, die ja wirklich auch eingeschlagen haben. Und 2021 hat auch so anfangs angefangen wie ein Duftjahr, das sehr gut werden kann. Man hat es auch so ein bisschen im Jahr gesehen, dass noch sehr gute Releases kamen, aber natürlich durch eben die weltweite Situation ist es dann so ein bisschen zum Ende des Jahres gekippt, dass eben die Leute im Homeoffice waren, nicht mehr gearbeitet haben oder zumindest nicht mehr in dem Sinne gearbeitet haben an Parfums und dann einfach keine Releases mehr kamen. Für mich auch eine der besten Sommerparfum-Varianten, die es aktuell so gibt auf dem Markt. Kostet natürlich sehr viel, ist aber auch trotzdem sein Geld wert, denn du hast hier einen frischen, aquatischen Duft, der eben nicht nur kurz hält, sondern auch wirklich sehr, sehr lange auf der Haut hält, was sehr untypisch ist eben für diese Duft-DNA, die er verbindet. Und ich weiß, einige werden jetzt sagen, sie hätten eher Sauvage Elixir an der Stelle hier gesehen und das verstehe ich auch und es... Also, ne, man könnte die jetzt wirklich austauschen. Ich habe mich vielleicht so ein bisschen influenzen lassen, weil der Imagination eben auf Parfume auf Platz 1 ist und das schon seit quasi dem Release. Das ist bei dem Sauvage Elixir nicht ganz so. Er ist, glaube ich, auch in den Top 10 oder so. Aber einfach, weil er so tief in der Szene eingeschlagen hat, so relevant ist. Und sicherlich auch immer noch eine Geheimempfehlung ist im Vergleich zu dem Sauvage Elixir, den man mittlerweile, muss man auch ehrlich sein, an sehr, sehr vielen Stellen riecht, ist der Imagination vielleicht noch so ein bisschen ein geheimerer Tipp, aber trotzdem auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Jahr 2021 gewesen, wobei dann doch eben die Jahre drumherum jetzt nicht so erfolgreich waren. Das Jahr, in dem es für mich am allereinfachsten, aber auch gleichzeitig am allerschwersten war, das war das Jahr 2015 mit dem Sauvage. In dem Jahr sind unfassbar viele Parfums released worden und ich könnte eigentlich dieses ganze Video nur mit diesem Jahr füllen. Naxos, Acqua di Gio Profumo, Spice Bomb Extreme, The One Eau de Parfum Noir Extreme, Ultra Male, By the Fireplace, Coquet, Carlyle. Ne? Ich meine, das reicht eigentlich schon für die Top 10. Das sind alles super relevante Parfums, die, auch wenn sie in anderen Jahren veröffentlicht worden wären, es sicherlich auf die Liste geschafft haben oder hätten. Aber ist nun mal nicht so. Und Sauvage hat einfach alle geschlagen, weil Sauvage ist die relevanteste DNA, die es die letzten Jahre so gab. Man kann es einfach genauso unterschreiben, der relevanteste Duft, der am meisten getragen wird. Es gibt einen Grund, warum niemand so riechen möchte, nämlich weil jeder so riecht, weil dieser Duft unfassbar viel getragen wird und eine unfassbar hohe Popularität hat. In allen Varianten muss man sagen, sowohl das Elixir ist super gut angekommen. Man kann es so zusammenfassen, auch wenn es eine schwierige Entscheidung war, war es trotzdem eine einfache, weil Sauvage einfach nochmal vor diesen ganzen Top 5 Düften eben nochmal, ne, die Top 1 so gesehen oben drüber war und auf jeden Fall der relevanteste oder einer der relevantesten Releases der letzten Jahre. Und der Dior Sauvage kann natürlich nur von einem anderen Duft geschlagen werden. Das ist nämlich der Pleu de Chanel. Pleu de Chanel 2014 rausgekommen. Man muss auch sagen, dass 2014 nicht ganz so viele coole Releases rausgekommen sind. Sicher schon Dior en Parfum, Mandarino di Amalfi, Masculine Pluriel oder Wulong Cha. Bei den Damen Plaque Opium in der Eau de Parfum Variante auch auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Aber natürlich, Pleu de Chanel steht im Jahr 2014 ganz, ganz vorne und war der relevanteste Release. Er hat auch damals eben diese frische aquatische Zeit eingeleitet. Man kann theoretisch so sagen, dass Sauvage ja auch eine Ableitung von dem Pleu de Chanel ist, weil Pleu de Chanel wieder ein Duft war, der seit vielen Jahren eben mit dieser hohen Menge an Ambroxan, Frische, Zitrus, also diese Ambroxan-Basis und Zitruskopfnote, damit so gesehen angefangen hat und dann Dinplu, Dior Sauvage, ich könnte die Liste jetzt weitermachen, darauf aufgesprungen sind die nächsten Jahre und in meinen Augen, glaube ich, auf jeden Fall der relevanteste Release der letzten 10 Jahre, wirklich mit Abstand, weil er einfach die meisten anderen Düfte, die ja so rausgekommen sind, einfach sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und wir sehen es ja immer noch bis heute, dass Düfte eben sehr, sehr stark sich an diese Grundidee anlehnen. Zuletzt auch zum Beispiel Roja Elysium Cologne 2018, 19 irgendwas rausgekommen. Auch ein Duft, der sich ja quasi an diese DNA anlehnt. Und auf jeden Fall bis heute sowohl im Designer- wie im Nischensegment super viel beeinflusst hat und der in meinen Augen relevanteste Release der letzten 10 Jahre. Schreib mir mal gerne deine Einschätzung in die Kommentare. Vielleicht auch, ob du in den Jahren, also ich habe das ja nach Jahren orientiert, ob du sagen würdest, irgendwie 2014 war dein Jahr, alles andere könnte theoretisch rausfliegen. Vielleicht auch ein interessanter Gedanke mal irgendwie. Schreib es gerne in die Kommentare. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.